Mein Name ist Georg Lutz, ich bin freischaffender Künstler und arbeite hauptsächlich in den Bereichen Film, Fotografie und Objekt. Auf dem Weg an den Ort hatte ich erstmal die Befürchtung, dass der Ort eventuell nicht mehr existiert. Es ist eine Müllkippe in den Bergen von Lesbos, dass die eventuell aufgelöst wurde oder die Westen und der andere Müll, der dort liegt, verbrannt wurde oder einfach verschwunden ist. Es war aber gar nicht so, es war alles identisch zu der Recherche im Prinzip. Furchtbarer Geruch herrscht dort nach Müll, auch sehr nach Meeresmüll, also Salzwasser, Bootsreste, diese Schwimmwesten. So ein ziemlich beißender Gestank. Auf der Müllkippe sind auch ziemlich viele Ziegen unterwegs und grasen im Prinzip zwischen den Schwimmwesten. Der offizielle Name von diesem Ort ist Life Jacket Graveyard. Ist auch sehr, sehr übel, dass es da ein Google-Ort mit Rezensionen und 5-Sterne-Bewertungen gibt, weil der Ort ja im Prinzip eigentlich nur für ein Vollversagen der Europäischen Union steht und eben auch symbolisch für die Abschottungspolitik, die eben besonders in Griechenland für die ganze EU betrieben wird. Viel in meiner Arbeit dreht sich um politische Orte, die ich auf jeden Fall so benenne als politische Orte, die humangeografisch oder ortsbiografisch eine Geschichte haben, die von menschlichem Handeln an den Ort gelangt ist. Und das kreist hauptsächlich um die Themen Migration, Terrorismus und Nationalismus. Es beginnt eigentlich immer mit irgendeinem Initialmoment. Ob das jetzt ein Pressebild, eine Geschichte oder ein größeres Ereignis ist. Da beginnt es dann in mir zu arbeiten und dann beginne ich erstmal eine ziemlich langwierige Recherche, in der sich herausstellt, ob ich mit dem Thema was anfangen kann, was erarbeiten möchte, was erarbeiten kann, was erarbeiten muss. In der Recherchephase könnte man es eventuell mit investigativ-journalistischer Arbeit vergleichen, aber natürlich auf einem viel unprofessionellerem Level, weil ich es eben als Künstler betrachte und jetzt weder zur Neutralität verpflichtet bin, noch einen fundierten Artikel, wo alle Fakten drin sein müssen, abliefern muss, sondern das eben frei erarbeiten kann. Dann, wenn ich denke, der Punkt ist erreicht, dass ich gut vorbereitet bin, reise ich an die Orte und setze dort um, was ich mir medial mehr oder minder abgesteckt habe. Für ein Kapitel von einer Videoarbeit über die sogenannte Migrationskrise war ich in Calais in Nordfrankreich und habe da mit Google Street View die Orte prinzipiell vorbereitet. In der französischen Presse hieß es, dass die Camps dort vor Ort, wo die Geflüchteten in den Büschen hausen, nicht mehr existieren. Aber als ich vor Ort war, um diese nicht mehr existenten Camps, die Abwesenheit der Camps zu dokumentieren, waren alle Büsche bewohnt prinzipiell. Also vollkommen eine andere Situation, weil natürlich nicht nur die Geflüchteten anwesend waren, sondern auch die Polizei. Ich musste so eine Art Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei und mit den anderen, auch mit den Industriebetriebsleuten dort spielen und habe aber natürlich auch gute Gespräche mit den Leuten, die dort im Busch wohnen, geführt und Sachen erfahren, von denen ich nicht dachte, dass ich sie überhaupt dort vor Ort erfahre, weil ich ja von einem leeren Ort ausgegangen bin. Vous voulez prendre l'entrée du tunnel en photo? Ich
Ich arbeite oft in der Kombination von Film und Buch oder Buchobjekt, die sich auch meiner Meinung nach sehr ähneln können, weil es eine klare Abfolge gibt, weil es aus Bild und Text bestehen kann, der Film zusätzlich noch aus Sound. Also ein Buch verbindet immer sehr viel für mich am Ende von der Recherche. Also ich versuche natürlich in meiner Arbeit, im Gegensatz zu Presse und klassischen Medien, die Dinge auch emotional und anders zu betrachten. Mit Gefühlen, mit Subjektivität und mit Ortsgeschichten.